Ah. Yeah. Scheiße. Ich will nicht. Okay, weiter. Outlast. Es ruckelt immer noch. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Und oben waren hier Michael und Heuchel, die meine Gedärme fressen wollten. Auch unter anderem meine Leber, das empfehle ich denen jetzt nicht so sehr. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Achso. Tja, Billy. Wo geht's denn jetzt lang? Klöter. Ah! Ich guck grad genauso wie er. Meine Fresse, die geizen auch nicht. Die geizen nicht, die Schweine hier. Moin. Ist das deine echte Fresse oder haben sie dir da einen Sack aufgesetzt? Ernsthaft, wenn ich hier nochmal erschreckt werde, ne? Dann, hier, yeah, ne? Alles mache ich dann mit euch. Hi. Ist da was? Nö, bestimmt nicht. Ey, Leute, das ist nicht euer Ernst. Was ist an jeder Stelle versuchen das? Ey! Hast du mich geschubst da, du Arsch? Das macht man nicht. Gib mir mal einen Schluck Wasser. Ja, wir müssen in den dunkelsten aller Räume rein. Moin! Ist hier einer? Nö, hier ist keiner. Hallo! Weißt du, das ist wieder typisch Matti. Ich hab... Am Anfang hatte ich Bock, ne? Und dann habe ich die Fresse von dem Lurchkopf da gesehen, ne? Da hinten, die da. Er. Der dann einfach... Und da war schon vorbei für mich. Da habe ich schon gesagt, nö. Wir machen jetzt nicht mal weiter. Ich mache jetzt direkt mal ein bisschen Lautstärke auf meinen Kopfhörern runter. Ich mache das alles noch mit Kopfhörern, ne? Noch mal schlimmer. Jungs. Ihr seid auch einer hässlicher als der andere. Na gut. Ach ja, hier war Archibald. Gehen wir mal hier weiter. Hier kam ich. Rest in peace. Nee, ich will nicht aufmachen. Ja, ich weiß, wie man das macht, liebe Freunde. Die Untertitel brauche ich nicht mehr, aber... Ja, gut. Coole Sache. Aber wo ist denn jetzt weiter? Hier wird's auch bekloppt, wenn du da den ganzen Tag nur mit Leichen zu tun hast. Dann hast du irgendwann Rappel. Dann kriegst du die Hirnfäule, dann war's das. Dann kannst du dich auch einliefern lassen. Dann lässt du dir freiwillig so ein Bein amputieren hier. Oder haust du immer mit dem Schädel gegen so eine Steinwand. Oh, ist das zum Kotzen? Kann man da raufspringen? Alter. Hast du mal gesehen, wie der Held aus Gothic springen kann? Der springt 3 Meter hoch auf dem Stand. Und du? Nee, ich bin leider nur Journalist. Ich habe während meines Studiums nur gefressen und Drogen genommen. Oh. Ja, leave us alone. Ich will aber weiter. Ich will gar nicht so einen dämlichen Raum hier aufmachen. Ich will raus hier. Oh. Ach, guck mal. Guck mal einer an. Hier geht's ja weiter. Warte mal, ich muss mal das hier umstellen. So, hört ihr mich noch? Gerade ein bisschen Druck auf die Ohren. So. Okay. Ach, was ist hier denn? Scheiß Mikro. Ey. Bewegung. So ist cool. Lassen wir so. Gut. Okay. Warte mal, Kinder. Das ist aber auch richtig schlimm hier gerade. Richtig schäbig. Ich mag das nicht. Wenn ich hier schon so ein Spiel spiele und die ganze Zeit immer nur Leute beobachte, wie sie ihre Gehirndecke zertrümmert kriegen und die dann versuchen, auch noch mich umzubringen. Ah! Du! Ah! Also ein verdammter Perverser, ja, wer seht mir, guckt sich seinen Kumpel Jeremiah hier eine Zwangsjacke an, ne? Ich will hier gar nicht sein, ich will hier raus. Ah. Oh. Und Luna meinte gestern auch zu mir noch, ja, Maddie, du wirst so leiden.
Und unser Protagonist kann doch nicht mal über so einen komischen Rollwagen hier springen. Ja, moin! Mach doch mal das Licht an, du freche Schnodder. Warte mal. Ach, hi. Du bist hier der Aufseher. Kann es sein? Ich will nicht mehr, ey. Ich will echt nicht mehr. Ich will hier raus. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Aha, hier muss ich weiter. Gibt's hier Waffen? Kinder, Waffen. Du hast keine Waffen, um dich zu verteidigen. Du kannst nur weglaufen und dich verstecken. Nee. Wenn ich jetzt hier eine Plastikflinte hätte oder eine Wasserpistole, würde mir das ja schon reichen. Oh. Boah, ist das zum Kotzen. Das hätten wir auch einfacher haben können. Wenn du einfach nur klettern könntest, dann wären wir jetzt schon hier. Da hätte ich diesen halben Herzinfarkt mir wieder gespart. Bin nur am Maulen hier, ich weiß, aber... Ich Gott! And always provides a way. Follow the blood. Ah ja, das ist der schönste Weg, den ich mir vorstellen kann. So, einmal bitte reinigen. Druckbetankung, danke. Ich hab... Wenn ihr das mitkriegen würdet, ihr solltet mal meinen rechten Arm sehen. Der zuckt die ganze Zeit. Ich kriege hier schon Psychoplexels. Oh, Mann. Nein, Kinder, ich muss jetzt erstmal was zu saufen haben. Oder einen grünen Tee oder so. Ich komme gleich wieder. Oh. Ja. Hallo, liebe Freunde. Ich habe jetzt ein Glas Wasser hier. Oh. Ja. Jetzt habe ich ein Glas Wasser hier. Jetzt geht's mir gut. Jetzt könnt ihr mir alle mal helfen. Block A. Komm ich hier lang? Follow the blood. Ja, am Arsch. Da ist auch Blut, aber ich komme da nicht hin. Das ist aber auch ein bisschen perfide, ne? Aber ich kann es euch sagen. Wenn Hänselin und Gretelin damals... Monsieur, ich hätte gerne gelesen, was da steht. Down the drain. Ach, hier ist noch eine Patientenakte. Her damit. Dann kann ich lesen, kann mich ein bisschen entspannen. So. Haha, ne bla. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Aha, Anti-Aggressionstraining machen wir. Patient Vater Martin Archimbaund. War ich ja nah dran. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, nachdem ich ihnen wegen der Einstellung... Helen, einfach nur Helen und dann ihre... Sehr geehrte Frau so und so heißt das. Meine Güte. Sehr geehrte Frau Grant, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, seit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Das ist aber auch wieder typisch. Im Amerikanischen heißt er bestimmt auch Dr. Zeichner. Und Deutsch ist dann immer so, oh, guck mal, ich habe einen deutschen Namen hier eingesetzt. Boah, ich bin so kulturell, ich kann diese unheimlich bockenschwere Sprache richtig instrumentalisieren. Superklasse, hab da fein gemacht, ist cool hier. Mein Patient Martin Archimbaud hat in seiner Therapie aufgrund der fehlender Malerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen nur von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll. Dr. Neil Wolfram. Ach, und du bist ja der Fingermaler, ne? Du wirst mich bestimmt wieder versuchen zu erschrecken, du Arsch. Ihr versucht mich alles zu erschrecken. Ich geh da nicht runter! Kannst du abessen! Ah! Ja, das sieht ja richtig aus, ne? So muss es! Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ja, Kinder! Ich will aber gar keine Verfolger haben! Wie wäre das denn mal? Hier ist einer. Hi! Bist du ein Verfolger?
Ich warte ja nur drauf, dass da wieder irgendwas wie BOOM kommt und dann geht's los. Oh! Hi! Gib mir den Knüppel. Get back! Sag mal. Ne? Ja, ja. Nee, 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 nee. Lass mich auch doch nicht von so einem kleinen Hyopai da verarschen. Oh. Ja, geh mal in die dunkelste Tür hier. Hi! Ach so, du bist wieder einer von denen. Hier, ich hab einen Kumpel für dich. Hier. Redet mal miteinander. Ihr könnt euch gegenseitig verhauen. Ah! Drecksack. Ja, 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 ja. Gut. Follow the blood. Nee, mach ich nicht. Obwohl doch, muss ich ja. Ich muss hier runter. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Hallo? Moin. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Aha. Hier ist... Das habe ich übrigens beim letzten Mal vergessen. Man kann sich hier so rein. Und dann verlieren die dann die Lust... Aber ich habe es lieber, dass ich weiß, von wo die kommen, als dass ich wieder alles auf Anfang habe und wir uns dann gegenseitig hier suchen. Da kriege ich... Da frieren mir alle Gliedmaßen gleichzeitig ab. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ja, Kinder, das habe ich doch schon mal gemacht. Ich weiß das doch. Der hat ja sogar noch gelebt. Meine Güte, warum schalten die hier konsequent das Sicherheitspersonal aus? Ja, ja, ich bleib still. Ist in Ordnung. Können wir machen, Chef. Können wir machen. Ich bleib sowas von still. Wenn du willst, dann gehe ich sogar hier in den Wäschekorb und fahr über den Flur. Können wir machen. Wenn du dann mein Freund bist. Andernfalls lasse ich das nicht zu. Hat der irgendwas, was ich brauche? Nee, ne? Na gut. Klöter. Nein, nix ist hier. Nö. Nee. Das ist aber auch doof mit dem Licht. Entweder Nachtsicht oder nicht Nachtsicht. Moin. So, kriegst du nämlich nicht. Tor zu. Ab in den Schrank. Aufmachen, zumachen. Warten. Die prügeln ja immer sich dadurch, ne? Das finde ich cool. Ja, such, Fifi. Er sucht nicht. Er ist jetzt weg. Nö, jetzt hat er auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Er hat jetzt seinen Frieden gefunden. Er hat die Tür kaputt gemacht. Und jetzt können wir wieder von neuem anfangen, ne? Und er ist jetzt komplett raus aus dem Spiel. Ich verstehe schon. Inactive. Das müssen wir bestimmt irgendwie aktivieren. Ach, das ist doch perfide hier, sondergleichen. Warum prügeln die sich nicht gegenseitig? Nö. Nee, Mutanten unter sich haben ein Gentleman's Agreement. Die dürfen sich nicht gegenseitig kaputt prügeln. Nö. Jetzt ist er hier bestimmt wieder. Ey, nein. Einfach nur nein. Follow the blood. Okay. Nee, echt einfach nur nein. Leute, das ist das Spiel. Das Spiel. Wisst ihr, was an diesem Spiel alles... Wisst ihr, was daran am schlimmsten ist? Dass du jede Sekunde lang denkst, oh, da kommt jetzt einer aus dem Busch und haut dir seine Gräten in den Popo. Immer, die ganze Zeit. Ich bin wirklich auf 180 hier, ihr glaubt es kaum. Na? Hi! Ah. Das ist feige.
Fies, frech und feige. Wieso nimmt er den richtigen? Ich dachte, dieses Spiel wäre so konzipiert, dass er immer den falschen nimmt. Oh, meine Fresse. Hier durch. Ah! Okay, nächstes Mal dann, ne? Bis dann.